Hallo ihr Lieben, zum Teil 2 meines leckeren Erfrischungsgetränkrezeptes, dem Kombucha. Beim Arbeiten mit dem Teepilz, dem Kombucha-Pilz, müsst ihr hygienisch arbeiten. Das heißt, möglichst mit Plastik, sauberen Plastik, Löffeln oder großen Gabeln oder Kellen, was ihr habt. Oder halt ganz einfach auch mit Handschuhen, weil der Pilz ist sehr, sehr empfindlich und es soll ja nicht sein, dass er euch dann irgendwie kaputt geht. Ja, was machen wir zuerst? Wir hatten gestern den Tee aufgesetzt. Der ist jetzt auf Zimmertemperatur. Zuerst nehmen wir unseren Pilz aus dem Glas, wo der in seiner Ansatzflüssigkeit ist. Das ist eine Art Starterflüssigkeit, die ihr immer behalten müsst für den Pilz. Also ihr müsst immer was überlassen, damit ihr den Pilz wieder in dieses feuchte Biotop geben könnt, damit er weiter darin wieder wachsen kann. Und wie ihr gesehen habt, ich arbeite halt mit Handschuhen. Ihr könnt natürlich auch eine Plastikkelle benutzen. Jetzt nehmen wir unseren Pilz aus der Flüssigkeit raus. Und geben ihn etwas in ein separates Gefäß. So, mehr ist nicht drin. Die Starterflüssigkeit bleibt in dem Glasgefäß. Und ihr füllt dann den Tee, der jetzt auf Zimmertemperatur ist, in das Glas ein. So, ihr Lieben. Wenn ihr den Tee mit der Starterflüssigkeit vereinigt habt in dem Glas, geben wir dann unseren Teepilz hinzu, den Kombucha-Pilz. Den hatten wir ja vorher separiert und jetzt geben wir ihn wieder zurück in sein Habitat. Da ist er drin und schwimmt und gedeiht. Da drin wächst er jetzt. So, wenn ihr das gemacht habt, jetzt ist es wichtig, dass ihr das Glas verschließt. Aber jetzt nicht mit einem Deckel, sondern der ganze Kram hier muss ja jetzt lebendig werden und atmen. Das heißt, der Hefepilz oder der Kombucha-Pilz gibt jetzt seine Aromastoffen und das, was nachher den Kombucha ausmacht, die Säuerlichkeit mit dem bisschen Süßigkeit durch den Zucker, den ihr im Tee habt. Also diese ganze Kombucha, leckere, gesunde, frische. Oder ich mache es immer mit einem Stück Zewa, wisch und weg. Das gebe ich hier herüber und damit bei dem Glas befestige ich es hier mit einem Gummi. So. Anschließend gebe ich dem Ganzen noch ein paar kleine Löcher hinein. Damit er auch atmen kann. Ihr Lieben, jetzt haben wir unseren Kombucha soweit fertig, aber er ist noch lange nicht fertig. Er braucht nämlich jetzt eine Gärzeit. Und diese Gärzeit müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren. 5 bis 7 Tage, sagt man im Groben. Das liegt daran, wie stark ihr diesen Kombucha haben wollt. Ob ihr ihn sehr säuerlich haben wollt oder nicht so säuerlich. Weil er reift nachher nach der Abfüllung, wenn ihr ihn in die Flaschen abfüllt, soll er dann nochmal im Kühlschrank nochmal 1 bis 2 Tage kühl stehen, bevor ihr ihn benutzt. Aber das müsst ihr selber dann ein bisschen abschätzen, wie säuerlich ihr den mögt und wie frisch ihr den haben wollt. Ich lasse ihn immer knapp 6 bis 7 Tage stehen und fülle ihn dann anschließend in Flaschen ab. Die Flaschen wären natürlich auch immer ganz praktisch, wenn ihr euch solche Wasserflaschen besorgt oder halt gut verschließbare Flaschen, Einwegflaschen, die ihr immer wieder benutzen könnt, am besten Glasflaschen. Also kein Plastik wäre nicht so gut. Ich habe hier diese Wasserflaschen und die sind ganz ideal.